Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Albedo. In der letzten Folge haben wir die Diskette in dem Tunnel gefunden und haben damit aber leider nichts anzufangen wissen. Und wir haben ja auch noch diesen Block hier. Der muss ja auch irgendwo seine Daten herbekommen. Und wie man da unten sieht, die Idee hatte ich nämlich letztes Mal schon, aber habe sie nicht probiert, weil ich da eigentlich gedacht habe, das funktioniert sowieso nicht. Da unten steckt eine rote Karte drin. Ja. Und da stecken wir jetzt die Diskette rein. Ja, hallo? Die da? Login. Ansehen. Ja, 159. 753. Ich meine 753. Jetzt werden wir wohl dieses Ding hier brauchen. Fünf, drei, eins, sieben, Jetzt müsste man das Ding nur noch verstehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich das immer abziehen muss und sobald ich irgendwie nicht mehr abziehen kann, muss ich das drauf addieren. Am Ende nämlich 5 minus 3 sind 2, minus 1 ist 1, minus 7 geht nicht, dann machen wir ein plus 7, dann wären wir bei 8. Da hätten wir 5. Minus 5 wäre 0. Also 8, 0, hätte ich jetzt mal gesagt. 4 minus 3 ist 1, minus 7 sind 8. Minus 1 sind 7, also 8, 0, 7. Hätte ich jetzt vielleicht mal so gesagt. Es gibt keine Null. Shit. Okay. Das muss man jetzt doch noch irgendwie etwas auseinanderklamüsern da oben. Unbekannt. Paper with numbers on it. The mysterious man gave it to me. Oder 731, weil es die letzten Zahlen sind. 1,1 Durchschnitt. X, Y, Z, T, T. Was könnte denn das sein? Was könnte denn das sein? Wenn wir jetzt mal die letzten Zahlen nehmen. Oder welche kommen denn am meisten vor? 5 kommt nur einmal vor. 1 kommt ganz oft vor. Dann noch 3 und 7. Ich hätte gesagt 1, 3, 7 vielleicht, weil es die Zahlen sind, die am öftesten vorkommen. 1, 3, 7. 7, 1, 3. 3, 1, 7. Nein. Okay, das war ein Versuch wert. Ich glaube, da ist ein System dahinter, hinter das ich noch nicht gekommen bin. Fünf, drei, eins, sieben. 4, 2, 6 vielleicht, weil es die dazwischen sind. 4, 2, 6. Probieren wir mal. 4, 2, 6. Nein. 6, 2, 4. Ah. Ah, ich will da durch. Ich komm nicht drauf. Gut, es hat jetzt aber auch keinen Sinn, hier ewig weiter zu rätseln, wenn ich nicht drauf komme.
Deswegen mache ich jetzt mal ein kurzes Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich lasse mir was einfallen. So, bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe eine gute Neuigkeit. Da kann man mit dem Zettel lange rumhantieren. Wenn man nämlich mal genau auf das Display hier gucken würde, sieht man hier einen Fingerabdruck, sieht man hier einen Fingerabdruck und sieht man hier einen Fingerabdruck. Jetzt ist nur noch die Frage, in welcher Reihenfolge. Probieren wir einfach mal von oben nach unten. Nein. Okay, das war alles schon mal mit 3 am Anfang. 8, 4, 3 und dann noch der 8, 3, 4. Yay! Make the area... Uch? Was jetzt? Hallo? Achso. There should be a ladder up to Area H somewhere. It might have been walled up. Genau, da muss irgend... Area H. This is the first time I've heard of it. Da muss also irgendwo eine Leiter sein. Und die werden wir jetzt suchen. Und natürlich kann das ja nur hier sein. Ja, ansehen. This tunnel's walled off. Strange. Schlagen. I don't think it's a good idea to try to knock down the wall with my bare hands. Ach Quatsch, es geht. Benutzen mit Wand. It's pointless. Warum? Du hast einen Hammer. Schraubendreher? Ach so, einfach hauen, okay. Ja, Hauptsache der schafft es mit dem Hammer. Perfekt. Hier geht's nach oben. Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das funktioniert. Jo, wieder ein Stück weiter. Sind wir denn jetzt? Okay. Sieht aus wie so ein kleines Labor. Schauen wir erstmal dahinter. Tür. That's strange. It's all boarded up. Balken nehmen. Ablegen. Toll. Dann habe ich mehr in den Weg gelegt, als ich es nötig hätte. So, weg damit. This cabinet is blocking the door. It's too heavy. Er ist zu schwer. Okay. Schauen wir uns erstmal weiter um. Was haben wir denn hier? Nicht wirklich etwas Interessantes? Alter. Greifst du an? Nein. Waschmaschinen? Sieht ja fast so aus. So hyper, nee, nicht hyper, zu futuristische, meine ich natürlich, futuristische Waschmaschinen. Ein Wagenhebergriff. Nehmen wir mal mit. Nietpistolenmuni, nice. Wir haben zwar noch keine Nietpistole, aber wir packen es einfach mal ein. Man weiß ja nie. Das heißt, wir bekommen irgendwann sogar noch eine Waffe. Cool. Was haben wir hier? A standard sonic interphone. It's strange that there's one in this abandoned room. Offline. Offline. Immer offline. Immer keiner da. Konsole. Erstmal ansehen. I can turn the jets on or off from this console. Drück drauf rum. Jetzt was? Hm. Außer dass sich da was verändert, passiert momentan erstmal gar nichts. It's off. Ah, okay. Hier könnte man einen Schlauch dran stecken. So viel ich hier sehe. Liegen hier ein paar. Schlauch kann man nicht nehmen. Kryogenkapsel. Seems the cryogenic capsules are empty.
auch leer. Ach, guck mal, da ist auch eine. Habe ich da nicht gerade Blut gesehen? Ja. Müllsack. Aha. Wir sind also in einem Kryogenlabor oder sowas. Erstmal alles ausmachen. Okay. Wir haben jetzt also alle Luftdinger ausgemacht. Können wir das jetzt überlasten? Sieht nicht so aus. Luftloch. It's off. It's cold. Es ist kalt. Vielleicht müssen wir jetzt nur kurz warten und dann schmilzt das ganze Zeug hier, oder? Oder haben wir hier irgendwas? Achso, ja, wir haben hier einen Wagenheber. Wagenhebergriff. Können wir den mit so einem Luftloch benutzen? It's pointless. Wäre ja auch irgendwie unlogisch gewesen. Nothing. It's pointless. Warum? So pointless ist es nicht. Nothing. Wir haben Balken. Wir haben einen Tisch. Hier das schöne Alienvieh. Bei den Dingern kann man nichts benutzen. Da geht's auch nicht weiter. Da haben wir auch alles. Oh, guck mal da oben. Was? Was machst du denn da oben? Was bist du denn? Okay, da kommen wir sowieso nicht hoch. Offline. Können wir das Ding nicht drehen oder so? Mit irgendwas? Wir können mit dem Hammer vielleicht drauf rumklopfen. It's pointless. It's off. Vielleicht können wir die Kryogenkapseln kaputt machen. Wo ist denn der Hammer? Da. Ich weiß nicht weiter. Ich würde gerne so einen Schlauch nehmen, aber es geht nicht. Da guck mal einer an. Aber da kommen wir doch nicht hoch, oder? Wenn ich jetzt die Schere nehme. Nee. Ich habe schon gedacht, ich kann das Ding durchschneiden und wir ziehen uns dann damit hoch. Nietpistolen, Munition, Schraubendreher, Block unbekannt, Helm, Batterie, Glühbirne, Handschuh. Erstmal etwas einatmen und dann geht's uns gleich wieder besser. Irgendwas übersehe ich doch gerade schon wieder. Turn the jets on or off from this console. It's off. Vielleicht kann ich irgendeine bewegen.
Vielleicht lassen wir uns auch einfach einfrieren. Dann ist auch okay. I could turn the jets on or off on this console. Wenn ich alle anmache, bringt's ja auch nichts. Oder? Nun gut. Ich lasse mir da wieder was einfallen. Da oben ist eine Ratte. Die hätte ich jetzt gern. Warum auch immer. Ich hätte sie einfach gern. Nun gut, okay. Wir belassen es mal kurz dabei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.